Ost-West. Also ich fühle mich da in keinen Konflikt. Das würde ich noch nicht mal sagen, dass mich da die DDR speziell geprägt hat oder so, aber zu Hause hat mich halt geprägt. Liebe Kollegin, in 3 Minuten beginnt die Lehrerkonferenz. Ja, ich weiß noch, wir mussten immer die Betten ganz gerade machen. Wenn das Bett nicht gerade war, dann musste der Paul, weil das hat, dass es noch mal frodelt, dann mussten wir es noch mal machen. Das war halt im Osten schon so, gell, dass man dann halt alles aufgehoben hat, weil man nichts hatte, ist ja klar. Oder nicht viel, sag ich mal. Man soll immer schön freundlich sein. Im Dorf hat man jeden zu grüßen. Und höflich zuvorkommend. Ein damaliger Schulfreund von mir hat plötzlich ein Jojo gehabt, was leuchten konnte. Und in dem Moment wusste ich, irgendwas ist anders. Wir haben nie gedacht, dass die Grenze wieder aufgeht. Das müssen wir wirklich sagen. Wir haben uns angepasst. Wir kannten kein Steuersystem, kein Finanzamt, keine Agentur für Arbeit. Also ich finde, wir mussten für unseren Teil noch mal alles neu lernen. Wollten wir einkaufen gehen in Rewe und dann waren Bananen im Angebot und dann hieß es, guck mal, hier gibt's Bananen, die kannst du auch deinen Eltern schicken. Und ich war total fassungslos, weil mir war bislang dieses Klischee nicht untergekommen. Da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, okay, scheinbar bin ich ostdeutsch. Ja, das ist wieder so diese DDR-Mentalität, dieses bloß nicht auffallen, wir sind alle irgendwie gleich. Nicht als Erste zum Buffet stürmen. Ich würde immer als Erste zum Buffet stürmen. Ich würde mich ärgern, wenn ich nachher nichts abbekomme. Ich kann nicht hinterher mich so hinstellen und sagen, Mist, verpasst. Ich möchte natürlich ein Stück weit diese Region besser machen. Ja, und ich würde gerne einfach den Menschen hier auch vielleicht irgendwie zeigen und beweisen, auch vielleicht ein Stück weit, dass es auch hier geht, wenn man einfach sich nur traut, mutig ist. Was mich stört, ist tatsächlich, wenn man als Ostdeutscher reduziert wird auf bestimmte Sachen. Ich will echt aufbrechen, dass der Osten so wahrgenommen wird als der schlechte Teil Deutschlands, was er faktisch nicht ist, aber er ist lange so hingestellt worden als, okay, gut, wir sind vereint, aber da drüben läuft's halt nicht so gut. Dieses Narrativ wurde abgelöst etwa ab 2014 von einem neuen, das noch immer andauerte und besagte, deine Eltern sind nach der Wende arbeitslos geworden, waren frustriert und wütend und wurden deswegen rechtsextrem. Ungerechtigkeit mag nicht gern ertragen werden und dann sucht man halt einen Schuldigen. Also ich glaube, wenn Ostdeutsche gleiche Chancen hätten oder ähnliche Chancen zumindest und einen ähnlichen Respekt erfahren würden, dann gäbe es gar nicht so ein Bedürfnis überhaupt, Pegida oder AfD zu wählen oder so unzufrieden zu sein. Ich hatte ein interessantes Gespräch, da war ich sehr traurig. Ich habe gesagt, naja, wärst du Deutscher gewesen, wärst du auch rechts. Wo ich dann im Nachhinein jetzt auch merke, dass sie eben in dem Moment Deutsch sein und Weiß sein synonym benutzen. So, weil ich bin ja Deutscher,